Willkommen zum Let's Play von Marvel Champions. Ja, ihr seht hier Claw gegen Iron Man, aka Tony Stark. Ja, ich habe schon alles vorbereitet. Ich zeige euch nochmal kurz einmal ein Shuffle. Ja, ich habe hier nichts präpariert. So. Dann müssen wir von seinem Deck noch Karten weglegen. Ja, wenn aufgedeckt und einen Minion ins Spiel bringen. Da haben wir schon einen. Eieieiei. Masters of Evil, ja, super. The engaged player, also jetzt zeige ich nochmal, must defend against Melter's attacks with an ally they control if able. Ja, das heißt, habe ich einen Ally, muss ich mit den Ally verteidigen, wenn ich einen besitze. Und Boost hat er auch, das habe ich in Regelerklärvideo nicht erklärt, es gibt ja auch noch so Sternchen, das habe ich vergessen, und Sternchen beziehen sich noch auf eigene Boost-Fähigkeiten auf den Karten, wenn man sie aus Boost aufdeckt. Es wird jeder Ally erschöpft, den ich besitze. Und der hat 3 Attack, wow, Wahnsinn. Ich glaube, diese Partie wird nicht lange dauern. Alter Verwalter. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt wirklich eine gute Starthand. Ja, die wäre nicht schlecht. Die wäre gar nicht schlecht. Aber das ist schon heftig, der Anfang. Also der ist wirklich heftig. Da muss ich jetzt viel Opfer bringen. Also muss ich jetzt überlegen. Der macht 3 Schaden hier, Alter. Das ist wirklich heftig. Ich mache mal die Fähigkeit von Tony Stark, ziehe mir die obersten 3 Karten an und darf mir davon eine nehmen. Und die Wahl ist der Hot Pepper Potts. Oi. Die ist sowas von hammermäßig gut. Also Pepper Potts tut echt weh, sie generiert die Ressourcen der obersten Karte in meinem Abwurfstapel. Also die ist... Oh. Oh. Aber ich brauche jetzt einen schnellen Start. Oh. Ich muss Pepper Potts opfern. Ach Gott. Nein. Nein. Dafür habe ich The Power of Aggression. Dadurch spiele ich... Ich versuche jetzt mal die Combo so zu machen. Oh, ich habe lauter Arme auf der Hand, das ist ja richtig gut. Scheiße. Ich flippe. Und spiele Power of Aggression. Durch Power of Aggression machen wir Super Sonic Punch. 4 Schaden auf ihn. Kostet 2 Mana, dann tappe ich Iron Man und mache einen Schaden auf ihn. Und dann ist der mal tot. Ja. Das heißt, er hat 5 Schaden. Muss alles für den Minion ausgeben, das ist schon übel. Also 6 Hitpoints von Mark 5 Armor, das wäre schon heftig cool. Aber wir haben so viele schöne Ausrüstungen, die müsste ich alle spielen, weil... Aber was gebe ich aus dafür? 1 damage den enemy, 2 damage instead if you were aerial trade. Ja, und da werde ich aerial mit den Stiefeln. Also was gebe ich dafür weg? Ich meine, der Helicarrier ist so schon so geil. Ich brauche irgendwoher Ressourcen. Also geben wir doch den Helicarrier weg. Und spielen... Den hier. Ah, dass der Helicarrier weg ist, schmerzt mich schon. Jetzt kann ich eine Wissenschaft ausgeben, dann werde ich fliegend und aerial. Das ist wichtig bei Iron Man auch. Und jetzt möchte ich noch was ausspielen, um Karten zu ziehen als Superheld natürlich. Müsste da jetzt etwas opfern. Entweder die Handschuhe.
oder den Helm. Und ich tendiere dazu, die Handschuhe abzuwerfen. Vielleicht ziehe ich ja den Stark Tower, bekomme ich eine Ressource, spiele den Helm dazu aus. Und den Mark 5 möchte ich auf der Hand behalten. So, dann bin ich fertig. Schwieriger Anfang, sehr schwierig, aber ihr seht, was das Spiel einfach so geil macht. Jetzt könnten wir vielleicht noch, warte mal, Hero Actions machen. Da bekomme ich mal plus einen Hitpoint. Das heißt, ich bin auf 10. Also ich heile nicht, sondern ich kann jetzt maximal 10 Leben fassen natürlich. Dann habe ich eine Wissenschaft, ja, aber die will ich nicht abwerfen. Aber so könnte ich, na egal. Ich tappe den Helm, entferne einen Thread von dem hier und dann bin ich fertig mit meinem Turn. Enttappen und der Gegner greift mich an für, also mit zwei Karten. Wenn ich jetzt verteidige, kann ich ihn nicht benutzen, dann, aber es wäre eigentlich nicht so schlimm. Und dann kann ich auch nicht warten. Ich verteidige erstmal nicht, jetzt werde ich voll den Schaden bekommen. Ein Damage, zwei Damage, okay. Das ist ja voll in Ordnung. Dann bin ich auf 8, war eine gute Entscheidung. Nicht hier haben wir es. Dann sind wir auf 8. Dann ziehe ich eine Karte. Encounter-Karte. Ui. Shadows of the Past. Super. Jetzt wird's. Na, aber die kommt genau richtig. Reveal your set aside. Nemesis Minen and put it into play. Das wäre hier Whiplash. Ja, und dann werden die restlichen Karten hier, die seht ihr hier, Set aside Nemesis Encounter in the deck. So, jetzt sind meine Nemesis-Gegner im Spiel. Das heißt, ich kämpfe gegen Claw und durch unglückliche Umstände holen mich die Schatten der Vergangenheit auch noch ein und ich muss auch noch gegen meine Erzfeinde kämpfen. Toll. Was hat denn Whiplash? Retaliate 1. Also, wenn er angegriffen worden ist, macht er mir einen Schaden zurück. Müssen wir halt wegschießen. Dann bin ich wieder an der Reihe. Karten ziehen darf ich natürlich noch, habe ich vorher vergessen. So, zwei. Puh. Also ich darf ja für jede Tech darf ich eine Karte ziehen und für ihn selber natürlich auch. Das heißt, jetzt habe ich nur drei Karten auf der Hand und versuche noch ein Tech auszuspielen. Thwarten habe ich noch vergessen. Ja, Thwarten macht er natürlich auch automatisch einen. Ja. Was haben wir denn hier? Chase them down. Wenn mein Held attackiert hat und einen Gegner besiegt hat, darf ich zwei Threads von einem Schema entfernen. Das wäre cool. Das müsste man sich überlegen. Boah, da habe ich den Highmaker und könnte den schon. Da müsste ich meine Mark Armor abwerfen. Ich weiß nicht, ob ich das machen will. Es ist schwierig. Ich könnte auch mit ihm hier Aerial machen. Dann zwei Schaden hier drauf durch Aerial. Na, da gehe ich nur plus ein Hitpoint und Area. Und hier darf ich zwei Threads entfernen, wenn ich Area bin. Ach.
Es ist so schwierig. Es ist echt schwierig, Leute. Es ist echt schwierig. Ich glaube. Soll ich auf den Armer verzichten? Dann haut der zwei Schienen raus. Na, wisst ihr was? Wir machen es anders. Und zwar, ich mache einen Dwart und entferne die zwei. Das ist die dumme Karte mal weg. Und dann flippe ich meinen Charakter und benutze seine Action, ziehe mir die obersten drei Karten an. Combat Training, cool, da bekomme ich eine Attacke mehr. Avengers Mansion, ja, der anwesende Avengers. Ich kann sie erschöpfen und eine Karte ziehen, viel zu teuer gerade. Und zwei Heilung durch First Aid. Ja, nehme ich doch mal hier das Combat Training. Aber ich will da jetzt nichts ausgeben, es ist echt schlimm. Aber na, ich will da gar nichts ausgeben. Combat Training wäre schon cool, aber hier wäre drei Schaden auf einen Gegner. Hier haben wir 6 Hitpoints für mich. Chase den Down könnten wir entfernen, aber die wäre auch ziemlich geil. Na, wir hoffen einfach, dass wir dann gut nachziehen. Was haben wir eine Wissenschaft? Ah, wir hätten ja zwei Wissenschaft. Aber da bekomme ich dann Errol. Und hier hätte ich mit Errol zwei Schemes zu entfernen. Bringt sich auch gerade nichts. Das heißt, ich mache hier Reaction, tab den und mache den einen Schirm hier auch noch weg. Ja, dann bin ich fertig. Alles aufdrehen und auf 6 Karten ziehen. 6 Karten. 3, 4, 6. So. Gegner ist an der Reihe. Er schiebt. Beziehungsweise nicht, bekommt einen automatisch Threat. Jetzt schiebt er mit einer Karte dazu 4. Oh Gott. 4, dann ist ja der auf 5 krank. So, er macht das gleiche, er schiebt für 2. So, jetzt wurde die Karte schon geschafft. Wird abgeworfen. Dann haben wir hier 2A. Claw has found a buyer for his illegal weapons. It's up to you to stop the sale, but the meeting is surrounded by Claw's cronies. Das heißt, Claw hat einen Weg gefunden, seine illegalen Waffen zu verkaufen. Ja, es liegt an uns, das zu verhindern, aber wir sind umrundet von seinen Kumpanen, ja, oder seinen Minions. Wenn aufgedeckt, wirf Karten von dem Counterdeck ab, bis ein Minion abgeworfen wird, bring ihn ins Spiel. Und dann gehen wir auf 2b. Vielleicht war ich doch jetzt zu unvorsichtig. Oh, Sonic Converter ist weg, das ist mal gut. Eine Schiene ist weg, noch eine Schiene ist weg, noch eine Schiene. Oh, wo ist der nächste Minion? Da ist er. Guard. Ja, das heißt, ich muss ihn angreifen, er beschützt seinen Boss. Und er kommt mit Tough ins Spiel, das ist noch schlimmer. Super. Ja. Das war jetzt gemein. So, dann geht's wieder weiter. Claw is meeting with the Crimson Cole. Claw and the mysterious figure dart into the shadows when you confront them. And Claws Minions move to cover their escape. Ja, er trifft sich jetzt da mit seinem Unterhändler. Und
und eine mysteriöse Figur flieht in den Schatten, er sozusagen, der jetzt ins Spiel gekommen ist, und versucht seinen Rückzug sicherzustellen. Ja, wenn diese Stage completed ist, dann habe ich das Spiel verloren. Super. Das ist ja mal toll, oder? Achso, und jetzt zu allem Überdruss muss ich jetzt noch eine Karte ziehen. Und jetzt kommt noch einer ins Spiel. Der hier. Was hat er? Forced Interrupt. Wenn er mich attackiert, boah, muss ich seine Attacke gegen jeden anderen Helden durchführen. Und er hat eine Boostfähigkeit mit Sternchen. Ja, deal 1 damage to each hero. Wobei der Boost selber ja nur triggert, wenn man ihn als Boostkarte zieht. Das ist ja natürlich gut. So. Geben Sie mal der Reihe nach, wie Sie ins Spiel gekommen sind. So. So wäre das. Und jetzt bin ich an der Reihe und ich glaube, das sieht gar nicht gut aus für mich diesmal. Was können wir jetzt machen? Einen Schaden auf jeden Gegner und ich kann wieder... Ah, das ist der Repulsor Blast. Ich kann einen Schaden auf einen Gegner machen, ziehe die obersten 5 Karten und jeder Blitz macht 2 Schaden zusätzlich, jeder aufgedruckte Blitz. Das ist natürlich toll. Kostet mich eine Ressource. Und ich ziehe jetzt erstmal 3 Karten und nehme mir eine davon. Oh, wir haben Hulk. Oh, Hulk ist cool. Hulk ist richtig cool. Und ich glaube, den hole ich mir jetzt auch. Ich wollte mir zwar Energy holen, aber Hulk ist natürlich der Hulk. Das ändert ein bisschen was. Oder, warte mal, wir könnten ja, wir können ja auch viel schießen. Das heißt, ja, er ist tough, das ist so nervig. Oh. Aber man hat viele Möglichkeiten in diesem Spiel. Also ich würde Chase den Down abwerfen. Und Discard and Ready Your Hero. Das ist so eine geile Upgrade-Karte. Dann flippe ich Tony Stark. Und jetzt müssen wir entscheiden, was wir wegwerfen. Ich glaube, ich werfe jetzt den Mark Armor weg. Ja. Und das Upgrade, dass ich eine Attack mehr bekomme, es ist so hart. Spiele den Hulk. Dann gebe ich den Highmaker aus. Oder warte mal, da hätte ich das Wissenschaftssymbol. Egal, ich spiele den Highmaker aus. Oder werfe ihn als Ressource ab und spiele noch. Ja, ich werfe den Repulsor Blast auch weg. Man hat viele Möglichkeiten, wirklich. Und spiele Tennis City, da kann ich Iron Man wieder enttappen. So, als erster lassen wir Hulk angreifen. Ja, jetzt ist wichtig, wen greifen wir denn an? Der ist schlimm, aber er ist noch schlimmer, er macht 3 Schaden. Das heißt, ich greife mal Whiplash an. Mit Hulk. So, das wären 3 Schaden für Whiplash. Und jetzt müssen wir für Hulk eine Karte ziehen. Wir haben ein Blitzsymbol natürlich. Das wollte ich eigentlich. Einen Schaden auf jeden Charakter. Das heißt, ich bekomme einen Schaden.
Er bekommt einen Schaden. Er bekommt einen Schaden, ist tot. Er bekommt einen Schaden und er auch. So, er ist tough, das heißt, die Toughness-Karte wurde billig entfernt. Whiplash ist natürlich auch weg. Und das ist jetzt die Ausgangssituation, die neue. So, jetzt wird es interessant. Jetzt könnten wir mit Iron Man zweimal angreifen. Er hat auch einen Schaden. Na, Blödsinn, das war ja tough drauf, sowas. Schade, schade. Aber wir haben ja noch was, und zwar, da kann ich einen Thread entfernen. Der hat sowieso einen Thread drauf. Na, hat er nicht. Der hat er gerade getriggert. Boah. Jetzt kann ich eigentlich gar nicht mehr viel machen. Wir machen einen Attack auf ihn. So. Und dann mache ich Iron Man wieder bereit, um zu verteidigen. Genau. Ich möchte ihn nicht nochmal angreifen, es wäre mir zu heftig gerade. Das passt. Ja. Dann bin ich mit meinem Zug fertig. Es wird alles wieder aufgedreht. Beziehungsweise ich könnte mit Hulk auch verteidigen. Er selber bekommt ja auch noch einen Schaden. Das passt so. Dann habe ich zwei Techs. Ich bekomme drei Karten. Und der Gegner ist dran. Er macht einen Fortschritt in seinem Threat. Und greift mich an. Mit drei Schaden. Vier Schaden. Ja, ich verteidige vorher natürlich, ganz klar, bekomme ich vier Schaden. Das war sowieso der Plan. Das heißt, effektiv ein Schaden geblockt. Ich bin auf vier. Boah. Dann greift mich der Armored Guard an. Der wird nicht geblockt. Noch einen Schaden auf Iron Man. Whirlwind greift an, wird geblockt von Hulk. Zwei Schaden auf Hulk. Oh, das war's. Ich ziehe eine Threat-Karte. Noch ein Minion, ich hab's gewusst. Weapons Runner, ja. Da hat er noch Search, das heißt, wenn die Karte aufgedeckt wird, muss ich noch eine neue Karte ziehen. Mein Gott. Dann ziehen wir noch eine Karte und da haben wir Sound Manipulation. Wenn aufgedeckt und ich bin im Alter Ego, nein. Wenn ich Held bin, nehme ich zwei Schaden und Claw heilt zwei Schaden. Ich bin auf 1. Und er hat noch gar keinen Schaden bekommen. Das war echt heftig. Also ich habe in der vorigen Partie in der ersten Runde schon Level 1 weggeballert. Das ist auch möglich, wenn man die entsprechenden Karten hat. War aber auch sehr geil. So, dann bin ich dran und ja, sieht nicht mehr so toll aus für mich gerade. Auf jeden Fall flippe ich hier mal, dann enttappe ich Tony Stark, tappe ihn wieder und heile mich um 3, das heißt ich bin auf 4, tolle Karte, mache seine Fähigkeit, 1, 2, 3, Super Sonic Punch, der ist mal gut, Stark Tower ist noch besser, ui. Ein Tech-Upgrade. Die oberste Tech-Upgrade darf ich wiederholen. Aber ich brauche den Punch.
Ich brauche den Punch. Jetzt muss ich leider. Oh, ich habe War Machine auch. War Machine wäre auch geil. Da kann ich auch nochmal einen Schaden schießen. Also man hat so viele Optionen, aber ich spiele es einfach mal schnell. Ich hole mir den Supersonic Punch. So. Obwohl, mit Wissenschaft will ich Aerial bekommen, was mir gerade nichts bringt. Dann würde ich den. Ah, das ist nur Hero Action. Ah. Ah ja, ist blöd, ne? Dann greift Hulk an. Und zwar. Ihn hier. Er greift ihn an. Das wären dann 3 Schaden. Oder das muss ich mir echt überlegen, ne? Nein, er greift nicht ihn an. Er greift ihn hier an. Er greift ihn an. Tötet ihn. Aber ich kann das nicht riskieren, weil mit dem mache ich nur 4 Schaden. Ich greife besser ihn an. Er macht 3 Schaden auf den hier. Hulk zieht eine Karte. Wenn es jetzt Blitz ist, muss ich mich ärgern. Es ist natürlich ein Blitz. Ein Schaden auf jeden. Der hat sich vorher geheilt. Ja, das heißt, er ist wieder auf 11. Ich übersehen. Das ist natürlich ein Blitz. Und wir haben hier einen Schaden auf mich. Einen Schaden auf ihn. Dann der hier bekommt auch einen Schaden. Er bekommt auch einen Schaden. Und der bekommt auch einen Schaden. Ja, darum wäre es besser gewesen, ihn anzugreifen und zu töten. Dann jetzt mache ich voll den Overkill sozusagen, wenn ich Supersonic Punch auf ihn spiele. Dann hätte ich 2 Gegner geschafft. Ich könnte noch Mockingbird spielen. Ich glaube, das mache ich auch. Also 3, 4, 5. Das mache ich auch. Ich verzichte auf die ganzen Karten, die ich mir geholt habe. Spiele 1, 2, 3 und spiele Mockingbird. So, ich gebe hier meine Ausrüstung ein Stück weit zurück. Sie kommt ins Spiel. Ich stunne Glor. Und sie greift an. Und zwar Whirlwind. Und dann ist der vernichtet. So. Ich bin fertig. Darf 3 Handkarten ziehen. Alles aufdrehen. Der Gegner ist an der Reihe. Was macht der? Einen Threat. Dann schiebt er für 3. Das ist so heftig. Es ist echt heftig. Dann der hier schiebt, weil ich bin ja Tony Stark, für 1 und der für 0. Ja. Dann ziehe ich eine Karte. Wenn aufgedeckt, der Villain schiebt, also er schiebt noch einmal, hey Gott. Und zwar für 3.
Nochmal 3. Das heißt, er ist kurz vorm Sieg. Jetzt müssen wir was dagegen unternehmen. Okay. Dann bin ich an der Reihe. Jetzt werde ich seine Fähigkeit natürlich machen. Muss ich mal hier gucken. Ja, ich mache seine Fähigkeit. Ziehe mir die obersten drei Karten an. Strength und Tag Team. Meine Handkarten. Das ist eine schwierige Auswahl. Ich habe Tag Team. Tag Team ist richtig geil. Und ich glaube, ich hole mir mal, wenn ich Tag Team hole, kann ich drei Ressourcen ausgeben. Kann ich Tag Team spielen und dann kann ich noch Chase them down machen. Ja, das könnten wir. Das machen wir auch. Ich hole mir Tag Team. Tag Team. So, als erstes greifen wir mit Hulk an. Und zwar, na, greifen wir nicht mit Hulk an. Wir flippen Stark. Jetzt könnte Stark zweimal thwarten. Ah, erstmal greift er an. Weil Hulk ist mir zu unsicher. Erstmal greift er an. So, er greift ihn an, tötet ihn. Und weil er ihn tötet, spiele ich Chase them down. Das heißt, wenn er einen Gegner besiegt, dann darf ich zwei Threat von einem Schemen entfernen. Das heißt, ich gebe hier zwei weg. Dann enttappe ich Iron Man nochmal. Und jetzt greift Hulk an. Hulk greift Armored Guard an. Der ist natürlich weg. Das heißt, Armored Guard stirbt. Und wir müssen eine Karte für Hulk ziehen. Wieder Blitz, also er hat immer Blitz. Das heißt, der Gegner ist auf 10. Hier. Und Hulk ist natürlich weg. Der hat sich selber beschädigt. Jetzt ist er zufrieden. Ein Schaden auf Mockingbird und ein Schaden auf Iron Man. Und Hulk ist weg. So. Habe ich eine Wissenschaftskarte? Ja, aber die mache ich nicht. Und zwar jetzt mache ich den Helm. Noch ein Thread weg. Dann spiele ich Genius aus. Und Repulsor Blast. Vielleicht warte ich mit Tag Team noch. Aber wir haben schon so viele Blitzkarten gezogen. Dann habe ich bald den. Oh. Repulsor Blast ist so gut, Leute, aber wir spielen es einfach mal aus hier. So, wir spielen Genius, drei Ressourcen und einmal Repulsor Blast und spiele Tag Team. So, Tag Team habe ich drei Counter. Und ich kann sie tappen, diesen Support. So, hier. Und wenn ich Tag Team tappe, dann darf ich einen Counter entfernen und zwei Schaden auf einen Gegner zufügen. Ja, das mache ich natürlich gleich. Ich tappe sie und füge ihm zwei Schaden zu, dann ist er auf 8. Also ich lebe noch. Oh Wunder, ich lebe noch. Cool. Dann bin ich fertig. Alles aufdrehen. Drei Karten darf ich ziehen. Jupp, drei Karten nur. Alles mit Tech.
Und der Gegner ist dran. Als allererstes macht er einen. Na, warte mal. Ich möchte noch schieben vorher. Das habe ich vorgehabt. Das heißt, er ist auf 2. So, dann ist der Gegner dran. Er schiebt für ein, also er threatet für 1. Dann greift er mich an und ich verteidige mit Mockingbird. Ah, Blödsinn, er ist gestunt. Cool. Ja, er ist gestunt, dann passiert kein Angriff. Das ist natürlich geil. Ah, auf das habe ich nicht gedacht, hätte ich ein Mockingbird noch angreifen können. Ja, komm, das machen wir noch. Das ist ja klar. Ein Schaden auf ihn von vorher noch. Dann ist er auf 7. Und ich dürfte Mockingbird enttappen. Ja, das macht natürlich Sinn, weil ich die Stun-Karte übersehen habe. So. Also er hat jetzt sein Threat gehabt, er hat angegriffen, konnte er leider nicht mehr. Und ich ziehe eine Karte. Und dann kommt Radioactive Man, 7 Leben. Wenn er attackiert hat, dann muss ich eine zufällige Karte abwerfen, das ist überhaupt nicht schön. Und mein Zug. Cool, mein Zug, jetzt ist leider Hulk weg. Aber was haben wir denn gezogen? Tigra. Tigra. Das sind 2 Schaden, wir haben 3 Schaden. Das wäre jetzt ziemlich geil. Ich könnte den schon umnieten. Das heißt, 1 Schaden, 2 Schaden von Tigra wären 3, 2 von Tag Team wären. Dann 5 und Iron Man zweimal mit dieser Karte wären 7 Schaden. Dann könnte ich aber auch den Gegner runterhacken. Ja, schauen wir uns mal die Handkarten an. Deal 1 Damage to an enemy, 2 instead if you have aerial. Ah, die wäre auch nicht schlecht. Deal 5 Damage to an enemy. Die ist nice. Da müsste ich aber die anderen abwerfen. Oh, die ist nice. Okay, ich drehe Iron Man zurück. Nehme seine Fähigkeit. Ziehe 3 Karten. Einmal die hier und jetzt muss ich neu mischen. Vielleicht bekomme ich ja was Gutes. Jetzt könnte ich den echt schon auf Stufe 2 hacken und jetzt kommt der Radioactive Man raus. Das finde ich natürlich nicht schön. So. Ja, dann ziehen wir noch 2. 1, 2, oh, Nick Fury ist da. Und Helicarion. Keines von beiden will ich jetzt spielen oder brauche ich. Oh. Oh, das ist fies. Wir nehmen den Repulsor Blast, der ist günstiger. Ich würde sagen, dann haben wir jetzt das Problem, ich bin Tony Stark. Da kann ich keine Helden-Actions machen. Von daher werde ich jetzt einfach mal die Handschuhe ausspielen. Gib dafür Tigra aus und den Uppercut. Dann heile ich mich um 3, enttappe Iron Man und heile mich nochmal um 3. Bin ich auf 8. So sieht's aus. Dann bin ich fertig mit meinem Zug, enttappe alles, darf wieder auf 6 Karten hochziehen. Das ist natürlich gut. Da ist der Gegner dran, er threatet für 1. Er schiebt. Okay. Für 2, da haben wir keinen Bonus.
Er schämt auch für 1. Dann haben wir 3, 4, 5, 6, 7. Ein Schem noch und dann hat er gewonnen. Schlimm. Ja, alternativ hätte ich vorher mit Mockingbird natürlich noch was machen können. Aber das habe ich jetzt vergessen, das lassen wir jetzt mal. Das vergesse ich dann gerne halt jetzt in dieser Partie. Man hat er echt bei Iron Man, muss das so viel aufpassen. Echt cool. Ja, dann ziehe ich noch eine Gefahrenkarte. Ah, nicht von mir, von ihm natürlich. Business Problems. Nein, nein. Meine Obligation-Karte. So, ich bin im Jume Flip Alter Ego Form. Ich bin in Alter Ego. Ich kann ihn erschöpfen und darf diese Karte aus dem Spiel entfernen oder ich erschöpfe jedes Upgrade, das ich besitze. Und okay, habe ich jetzt Glück gehabt. Ich erschöpfe ihn. Ich habe diese Karte und entferne die Karte aus dem Spiel. So, dann bin ich dran. Enttappe mit dieser Karte hier. Ich flippe natürlich zu Iron Man. Jetzt müssen wir was machen. Und zwar, ich gebe die Rocket Boots aus, um Repulsor Blast zu spielen. Ein Schaden auf ihn. Und für jeden Blitz, den ich aufdecke, noch zwei Schaden. Einer. Zwei. Geil. Noch einer, komm. Einer geht noch. Ja. Das heißt, es geht sich genau aus. Sieben Schaden. Dreimal zwei, sechs. Sieben Schaden auf ihn. Der ist mal weg. Mit einer Karte habe ich den ausradiert. Das ist natürlich Bombe. Das war echt ein geiler Move. Und jetzt habe ich da noch Strength. Könnte noch einen Handschuh spielen. Wow. Oder ich spiele War Machine. Könnte ich auch noch threaten. Wir müssten threaten bei ihm. Das heißt, ich müsste eigentlich War Machine ausspielen. Das gefällt mir gar nicht, weil der zweite Handschuh wäre schon geil. Nee. Wir spielen den Handschuh. Jetzt haben wir alle beide Handschuhe draußen. Den Helm und die Boots. Und ich sage es ganz ehrlich, wir machen jetzt einmal hier einen Thwart. Dann noch einmal Thwart. Und ich War Machine abwürfe, könnte ich noch zwei wegmachen, wenn ich Aerial habe. Ach, wisst ihr was? Ich werfe War Machine weg. Dann bekomme ich Aerial, das ist eine Joker-Ressource. Und erschöpfe den Helm. Entferne hier einen Threat. Dann, weil ich Aerial bin, mache ich zwei Schaden pro Handschuh, den ich jetzt tappe. Also vier Schaden auf den Gegner. Dann ist er auf drei. Boah, was ein Kampf. Hätte ich jetzt nicht gerechnet. Dann Tag Team erschöpfe ich auch noch. Auch nochmal zwei Schaden auf ihn. Bin ich fertig. Cool, ich habe sogar nochmal Repulsor Blaster auf der Hand. Das ist ja übel. Darf alles wieder aufdrehen. Der Gegner threatet. Und er greift mich jetzt an für Boost 3 Schaden. Bin ich auf 5. Ziehe eine Karte. Claw's Vengeance, also seine Rache. Ich bin ein Hero, das heißt, er attackiert mich. Wenn sie Schaden macht, macht er noch einen Threat auf dem Main-Scheme. Also er attackiert mich nochmal, kann den. Na, schauen wir mal, wie mich tötet. Drei Schaden. Einen Schaden.
Ich bin auf ein Leben. Das ist episch. Das ist echt episch. Ah, na, nicht ein Schaden, ich bin auf zwei Schaden. Der hat eine Boost-Fähigkeit hier. Und zwar Sternchen Boost Gifte will eine Tough Status Card. So, jetzt ist er tough. Uiuiui. Und jetzt darf ich mehr Karten ziehen. 1, 2, 3, 4. Hätte ich vorher schon ziehen dürfen, natürlich, aber kann man mal vergessen in der Hitze des Gefechtes. Und ich bin an der Reihe. Ich hätte eh nicht reagieren können. So. Cool. Jetzt könnte ich. Ich. Oh. Ich greife ihn mit Mockingbird an. Ich habe bewusst nicht verteidigt. Dann mache ich den eben den Tough weg. Nee. Nee, das machen wir nicht. Ich mache Tag Team. Tag Team ist weg und Tough ist auch weg. Zwei Schaden auf ihn. So. Und jetzt. Ist er auf 1? Wie machen wir es am besten? Ich habe zwei Repulsor Blasts auf der Hand. Er hat ja drei Repulsor Blasts im Deck. Das ist ja Wahnsinn. Da geht ja echt was. Wir müssten es eigentlich versuchen, den zu spielen. Das heißt, das für den und das für den. Aber ich könnte Avengers Manson auch spielen. Warte mal. Wir spielen Avengers Manson mit den beiden hier. Mit Genius und den hier könnten wir Avengers Manson spielen. Dann mit Avengers Manson ziehe ich eine Karte, kann einen Repulsor Blast machen. Aber andererseits könnte ich mit Avengers Mansion Aerial werden. Zwei Schaden, zwei Schaden. Einen Threat entfernen. Ja. Warum eigentlich nicht? Ich kann ihn ja noch enttappen, den Iron Man. Das machen wir auf jeden Fall. Ich threate mit Iron Man. Oder nee. Zwei Schaden. Ey. Wenn der irgendwas macht, bin ich tot. Ich könnte mich auch flippen und zweimal heilen wieder. Das wäre auch cool. Aber er wird doch wohl nicht viermal Thread bekommen. Doch. Jetzt pass auf. Ich zögere es raus. Wir spielen einfach mal hier. Was? Scheiß drauf. Avengers Mansion gebe ich aus für Aerial. Dann bin ich Aerial, tappe die zwei hier. Oder besser gesagt, ich greife einmal mit Mockingbird an. Dann ist er tot, kommt auf Stufe 2. Mit 21 Leben. Wenn aufgedeckt, suche das Encounter Deck und Discard Pile von Immortal Claw and reveal it. Shuffle den Encounter Deck. Schauen wir mal Immortal Claw. Immortal Overlord.
Ja. Ist wirklich noch im Encounter Deck drin. Dein Mortal Claw. So. Force Interrupt, when Claw attacks, gives an additional boost card for this activation. Das heißt, er greift mit einer zusätzlichen Boost-Karte an, wenn er attackiert. Und da haben wir Claw get plus 10 hit points. When this Shim is defeated, Claw loses 10 hit points. Das heißt, 3 pro Spieler. Haben wir 3 Fortschrittsmarker. Und hier hat er auch noch einen Effekt. So, jetzt sieht er das ganze Ausmaß. Das heißt, wir müssen erstmal das wegtreten, dann hat er 10 Hitpoints weniger. Die unsterbliche Klaue. Ja. Und jetzt. Jetzt wird es interessant. Ich habe nur 2 Leben. Das heißt. Ah, Karten müssen wir auch noch ausspielen. Ich spiele einmal. Ah, es ist so eine Verschwendung. Es ist so eine Verschwendung an Karten. Übel. Aber man hat schon viele Möglichkeiten. Also auf jeden Fall bin ich noch Aerial. Und mache 2 Schaden. 2 Schaden. Entferne hier einen Threat von jedem. Und das war jetzt eben wichtig, weil ich Aerial bin. Darf ich hier einen Thread von jeder Karte entfernen. Das ist natürlich geil. Die ist natürlich erschöpft. War gar keine schlechte Strategie. Und jetzt mache ich Iron Man. Ein Sword hierauf. Dann habe ich es geschafft, ne, ist schon weg. Claw get plus 10 Hitpoints und wenn dieser Schirm besiegt worden ist, verliert Claw diese Hitpoints. Ja, also er verliert nicht 10, also diese 10 werden nicht von den 18 hier subtrahiert, sondern er verliert einfach diese 10 Hitpoints. Ganz klar ausgeführt, Karte ist mal weg. Das ist wichtig, dass dieser Marker hier auch entfernt wird. So, jetzt kann ich Iron Man enttappen. Und jetzt muss ich mich entscheiden, was ich mache. Die Karten sind so gut. Ich werde in dieser Runde nichts machen. Ich flippe ihn. Tap ihn, mache eine Heilung auf 3, bin ich auf 5. Dann seine Fähigkeit, 3 Karten ziehen, eine ansehen. Oh, Pepper Potts ist geil. Ja, oder der Stark Tower ist natürlich auch top. Aber ich nehme Pepper Potts. Oh, plus 1 Attack. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ich glaube, ich hole mir doch lieber die Attack. Um den Gegner zu besiegen, wäre es, glaube ich, fast. Nee, ich nehme Pepper. Oh, also Pepper Potts oder Combat Training. Ich nehme Potts. Ja, dann spiele ich Potts auch noch aus. Kostet mich 3. Müsste ich eine Repulsor Blast abwerfen. Ja, egal, das zahlt sich auf jeden Fall aus. Pepper Potts und ich werfe diesmal einen Repulsor Blast weg. Scheiß drauf. Wenn ich Pepper Potts abwerfen. Ja, Pepper Potts kommt ins Spiel. Ja, dann bin ich fertig. Was eine Runde. Ich enttappe hier alles, was ich habe. Und ziehe Karten auf 6.
6 hat, nicht 7, 6. So. Dann er bekommt einen Schirm. Dann bekommt er noch 2 plus 1 sind 3. Jetzt sind wir auf 7. Schon extrem knapp. Dann ist er fertig. Wir ziehen eine Karte. Einen Weapon Runner. Ein Weapon Runner sagt: Search, ich muss noch eine Karte ziehen. Ja, ja. Die Search-Fähigkeit immer. Na, da lasse ich 2 Karten. Das Deck geschummelt hier. So, was kommt ins Spiel? Ja, Shadows of the Past haben wir schon durchgeführt. Das heißt nochmal Search. Klaus Wenger und seine Rache. Ich bin alter Ego. Wirf eine zufällige Karte von deiner Hand ab. Weiß ich echt nicht, wo was ist. Wir nehmen einfach mal Uppercut. Wow, 5 Schaden. Boah, das tut weh. So ein Arsch. Cool, dann bin ich dran. Auf jeden Fall hat der jetzt 21 Leben. Nein, nicht 21 Leben, der hat ja 18 Leben, da habe ich mich verguckt. 18. Sorry, da habe ich mich kurz verguckt. Also er hat 18 Leben. Und ein Minion ist auch da. Den könnten wir einfach so mal wegradieren. Und was habe ich gezogen? Ich habe Hulk gezogen. Dann gebe ich doch gleich mal hier Genius aus. Spiele Hulk. Oh, jetzt ist es interessant. Können dann mit Iron Man ihn. Ah, was haben wir da noch alles gezogen? Repulsor Blast. Den haben wir von vorher noch. Tech Team habe ich wieder. Das ist natürlich sehr nice. Ich mache Starks Fähigkeit, ziehe 3 Karten, nehme mir davon eine. Das ist geil. Ich hole mir Supersonic Punch. Jetzt kriegt er voll eins auf die 12, der Claw. Jetzt kriegt er voll eine in die 12. Und zwar First Aid gebe ich aus, Wissenschaftssymbol, und mache mich Aerial. So, mit Aerial schlage ich jetzt Supersonic Punch zu. Das ist eine richtige Flugattacke. Und er bekommt 8 Schaden. Das heißt, er ist auf 10. Und ich glaube, das dürfte sich fast ausgehen. Ja, denn ich bin Aerial. Das heißt, sowieso schon mal wären das jetzt 2 Schaden. 4 Schaden. Ja, das geht sich aus. Ich glaube, wir schaffen es. 2 Schaden durch die Handschuhe. 2 Schaden durch die Handschuhe. 2 Schaden durch diese Handschuhe. Dann ist er auf 6. So, dann würde ich Iron Man flippen. Das ist Tony Stark. Greife ihn an für einen Schaden. Schau mal, ob sich das ausgeht. Dann enttappe ich Iron Man, greife ihn nochmal an. 4 Schaden. Ah, das geht sich locker aus. Und zum allem Überdruss, ich könnte jetzt noch Hulk machen. 3 und 1 von Mockingbird. Ja, dann wäre er ja natürlich weg. Ich mache aber noch einen Repulsor Blast, gebe dafür Tech Team aus, ziehe eine Karte. Da haben wir einmal gelb.
Da habe ich noch einen Supersonic Punch gezogen, das ist ja heftig. Und? Ein geht sich doch nicht ganz aus. Drei Schaden. Drei Schaden vom Repulsor Blast auf die 1. Und wisst ihr was? Hulk darf ihm den Rest geben. Ja, Hulk greift an für drei Schaden. Dann ist der Villain down. Wir ziehen noch eine Karte für Hulk. Wissenschaftssymbol. Discard Hulk. Ja, also auch thematisch Geld zu verbinden. Hulk greift an, tötet den Boss, beruhigt sich danach wieder und verschwindet. Das war's, wir haben Claw besiegt. Ja, vielleicht sind mir ein paar Fehler unterlaufen, die ich da im Nachhinein noch geändert habe. Vor der Kamera ist das natürlich ein bisschen schwierig, wenn man alles erklärt, was man macht und nicht genau sich nicht viel Zeit lässt beim Überlegen. Aber das war eine mega spannende Partie. Also, jetzt habt ihr gesehen, wie man als Iron Man Claw besiegen kann. Richtig top, das Spiel ist einfach genial. Das hat total Bock gemacht, hier mit Iron Man zu spielen. Jeder Charakter total schön anders zu spielen. Ja, wirklich genial. Ich hoffe, es hat euch die Partie gut unterhalten und ihr habt auch wieder gesehen, wie das Spiel funktioniert, vor allem im Solo-Modus. Geniales Teil. Das war's mit dem Let's Play. Kauft euch das Spiel, ich kann es nur empfehlen. Bis zum nächsten Mal, euer Austin Board Gamer. Ciao.